Ja, ich habe mich jetzt auch auf die Rednerliste gesetzt, weil wir ja heute, wie gesagt, diese Erinnerung auch an den NATO-Krieg gegen Jugoslawien haben. Der Volker hat eben auch schon mal den Zusammenhang dargestellt, dass aus diesem Otpor dann später dieses Canvas geworden ist, aus dem heraus dann diese Bewegung, sogenannte Bewegung, hergestellt wurde, die sozusagen als Job hatte, dann Aufstände zu inszenieren in Venezuela. Das heißt, es gibt einen direkten Zusammenhang dazu. Ich selber, und deswegen, das wollte ich jetzt hier nochmal erzählen, ich selber bin im Zusammenhang mit dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien bei einer Reise im Zusammenhang mit dem Tribunal gegen die NATO, zu dem ich gleich noch was sagen werde, in Jugoslawien gewesen, und wir haben die Schäden da gesehen. Wir haben gesehen, was dieser Krieg da angerichtet hat. Und ich erinnere mich noch, also auf den Brücken, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Wir haben in Novi Sad die Brücken gesehen, und diese Brücken waren fast alle zerstört. Und ich sah dort auf dieser einen Brücke, die war total kaputt, die Brückenteile standen so senkrecht nach oben, und oben auf einem dieser Teile hing noch ein Auto. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Die Menschen in Novi Sad sind normalerweise, heften die immer ihre Toten an die Bäume, die Mitteilung der Toten an die Bäume. Und sie haben uns erzählt, sie hätten nicht mehr genug Bäume gehabt für das, was es da an Toten gegeben hat. Dasselbe war in Beograd. In Beograd habe ich auch gesehen, diese ganzen Schäden, diese ganzen Vernichtungen von Menschen, aber auch von Gebäuden. Und schlimm war auch eine kleine Stadt, die namens Chufria, die fast völlig zerstört wurde. Es sind alles nur Privathäuser gewesen. Wir haben da dann also unter großen Hemmschwellen dann geschafft, einen Menschen, dessen Haus völlig zertrümmert wurde, zu sprechen, ein Zahnarzt. Und wir haben ihn dann gefragt, und er sagte dann, was habe ich getan? Das ist mein Haus hier, ich habe nichts getan. Warum bomben die uns? Warum machen sie das? Und dann musste er sich umdrehen nach hinten, weil er nicht wollte, dass wir sehen, dass seine Tränen in die Augen steigen. Und erzählte uns dann doch unter Tränen, seine Tochter kann keine Nacht mehr schlafen, weil sie nachts schreiend aufwacht, weil sie immer noch Angst hat vor den Bomben. Klaus Hartmann hat in einem Artikel, den er in Russia Today veröffentlicht hat, gesagt, um einen Krieg vom Zaun zu brechen, muss die Bevölkerung in den Aggressorstaaten vorbereitet und bearbeitet werden. Schließlich braucht man, wenn schon keine euphorische Unterstützung, so doch zumindest Ruhe an der Heimatfront. Und dafür haben PR-Agenturen zu sorgen. Zuerst muss aus dem Bewusstsein verdrängt werden, dass das Völkerrecht ein Gewaltverbot vorschreibt. Bevor hier Unklarheiten aufkommen, sei der entscheidende Satz aus der UNO-Charta zitiert. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete und sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist eigentlich unmissverständlich. Kein Land darf ein anderes angreifen. Und kein Land darf auch die politische Unabhängigkeit infrage stellen, wie es in Venezuela passiert. Damit ein solcher Rechtsbruch dennoch akzeptiert wird und nunmehr als lässliche Sünde erscheint, muss es unabweisbar im Interesse der Menschenrechte, der Humanität verkauft werden. Und das haben sie in Jugoslawien gemacht. Sie hatten PR-Agenturen, eine von ihnen ist Radar Finn, eine andere bekannte ist Hill und Knowlton. Und diese Agenturen, vielleicht nicht dieselben, aber Hill und Knowlton ist auch in Brasilien ansässig, ist auch in Kolumbien ansässig. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob sie nun direkt jetzt aktuell zu Venezuela was machen, aber eine von diesen PR-Agenturen wird das vorbereiten, was jetzt in Venezuela passiert, oder hat das mit vorbereitet,
und in Jugoslawien genauso. Sie haben das verkauft wie Kaffee. Und Mitarbeiter von Razafin haben dann, als die Bombardierung gegen Jugoslawien begann, haben sie Sekt ausgeschüttet, um sozusagen jetzt hier diesen Erfolg, den sie hatten, zu feiern. Und die Agentur Hill und Knowlton, das weiß ich persönlich, die haben sich gefreut und haben das als ihren größten Erfolg seit Beginn ihrer Agentur gezeigt, dass sie die jüdischen die jüdischen Organisationen in der Welt davon überzeugt haben, dass Kroaten, die ja früher mal in dem Zweiten Weltkrieg doch Nazi-Kollaborateure waren, aber auch die muslimischen Gruppen, die ja auch kollaboriert haben und die jetzt auch wieder mit den Nazi-Namen sozusagen im Krieg gegen Jugoslawien triumphiert haben. In Kroatien gab es ja dann die alten Ustascha-Namen wieder. Also das hat Hill und Knowlton als einen größten Erfolg ihres Lebens gekennzeichnet, dass sie das geschafft haben, diese jüdischen Gemeinden davon zu überzeugen. Die jüdische Gemeinde in Belgrad hat verzweifelt geschrieben an ihre Kollegen in aller Welt, wieso könnt ihr das zulassen, wieso könnt ihr das mitmachen? Ja, die PR-Agenturen können auch Kaffee verkaufen, sie können auch Butter verkaufen, sie können alles verkaufen und sie können auch einen Krieg verkaufen. Das haben sie jetzt hier gemacht und haben es auch mit Erfolg geschafft. Und die Menschen in Jugoslawien mussten darunter leiden, sie leiden bis heute noch darunter. Es war keine Rücksicht auf die Menschen dort. Es wurde auf Menschen gezielt gebombt und Menschen sind heute noch, müssen sie leiden unter den Uranmunition, die da auch verteilt wurde. Das heißt, bis heute müssen die Menschen unter dem, was da passiert ist, leiden. Venezuela, soll es auch passieren oder Ähnliches? Wird natürlich ein bisschen anders aussehen, aber es soll passieren. Aber zurzeit hat eine Zeitung, ein Internetmagazin aus den USA getitelt, riesige Niederlage für Imperialisten, die USA haben sich in Venezuela die Zähne ausgebrochen. Und dieses, dass sie sich die Zähne ausgebrochen haben, wollen wir hoffen, dass es weiter passiert und dass sie nicht durchkommen. Und ich wiederhole, was vorhin gesagt wurde, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran. So, ich habe jetzt wieder die Moderation übernommen, weil wir haben nur kurz gewechselt. Als nächstes wird